kann ein Dschinn Krankheiten anrichten im Körper eines Menschen? Barakallahu fikum, diese Sache aufpassen. Dies, was einige Leute heute behaupten, dass die Dschinn das machen und Krankheiten vorrufen und Krebs machen und ich weiß nicht was, das ist Quatsch. So. Und das ist eine Sache, dass diese Leute, die angeblich Ruqya machen, die machen das nur damit sie die Leute ausbeuten und von ihnen Geld nehmen. Wir kennen das nicht beim Sahaba, in der Zeit von Sahaba oder Tabi'in oder Tabi'in, dass jemand sagt, ich bin Doktor für Ruqya. Oder ich habe eine Praxis für Ruqya. Da sagt man, ja, das ist eine Entwicklung. Eine Entwicklung wie? Und deshalb, die armen Leute, die haben Probleme. Und dann kommen diese Leute und die missbrauchen diese Leute, die nutzen das aus, weil diese Leute schwach sind. Deshalb aufpassen. Die Djinn und die Shaitane können dir nichts so tun. Und diese Sache, dass ein Djinn in einen Menschen reinkommt, das ist nicht so leicht, wie man denkt. Und bei manchen Leuten, wenn du ein bisschen Koran bei ihm liest und seine Augen, der zwinkert ein bisschen mit Augen oder etwas bewegt sich, das, sofort Djinn, sofort Sihr. Subhanallah. Ich meine, ist die Sache so leicht? Die Djinn haben ihre Welt und wir haben unsere Welt. Die Djinn haben ihr Leben und wir haben unser Leben. Solange wir sie in Ruhe lassen, dann lassen sie auch uns in Ruhe. Und deshalb passt auf, liebe Muslime, passt auf und lasst euch nicht ausnutzen von solchen Scharlatanen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bei manchen, der nimmt 1000 Euro pro Stunde, wenn er bei den Leuten was liest. Oder andere, der macht ein CD oder der macht sozusagen, der gibt dir Tabletten oder irgendwas und da zahlst du 500 Euro. Und wenn er weiß, die fragen dich, wie ist deine Lage, was arbeitest du und so weiter. Wenn du sagst, ich habe viel Geld zum Beispiel und so, dann schießen sie nach oben. Und die nutzen die Leute aus, die keine Ahnung haben. Deshalb sollten die Gelehrten und die Wissenden davor warnen, barakallahu fikum, weil die Leute übertreiben in diese Sache. Jeder, der fängt an zu beten, nach ein paar Tagen, was machst du? Ich bin Raqi geworden. Uff. Was machst du? Ich mache Ruqya. Wie machst du Ruqya? Ich verlange nicht von den Leuten Geld. Aber wenn sie mir geben, dann kein Problem. Und da bringt man immer Belege und Beweise. Okay. Die Sahaba haben Ruqya bei jemandem gemacht, aber das war nicht ständig, dass sie nach den Leuten gesucht haben. Leute, wo gibt es jemanden, der Djinn hat, der Sihr hat, der Ein hat? Es gibt Sihr, es gibt Djinn, es gibt Ein. Okay, aber das ist nicht leicht, was die Leute erzählen. Und diese Leute, der tut seine Hand auf den Kopf von jemandem und dann auf einmal kann die Person laufen und die andere Person kann sehen. Das machen auch übrigens die Hindus in Indien. Und in den USA gibt es solche Leute, die das machen. Und die sind richtige, barakallahu fikum, Banden, kriminelle Banden, Mafiosi, Strukturen. Und die nutzen die Leute aus, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und natürlich bei Juhal, bei Unwissenden, wird so viel passieren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.